Die gute Nachricht vorweg. Es gibt morgen was, worauf Sie sich einstellen können. Leider ist es Regen. Ansonsten ist der Hochsommermonat August auch weiterhin meilenweit davon entfernt, seinem Ruf gerecht zu werden. Auch morgen bleibt das Wetter unbeständig. Morgens bedeckt kann es um die Mittagszeit zu vereinzelten Niederschlägen kommen. Aber auch die Sonne schaut hin und wieder zwischen den Regenwolken hervor. Die Temperaturen erreichen im Tagesverlauf bis zu 19 Grad. Am Sonntag könnte es mit ein bisschen Glück trocken bleiben. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt bei etwa 20% und die Temperaturen klettern auf 22 Grad. Ähnlich gestaltet sich auch der Start in die kommende Woche. Aber schon am Dienstag könnte es wieder zu Niederschlägen kommen. Die Höchstwerte bleiben in etwa gleich. Aufgrund der derzeitigen Wetterlage können Kopfschmerzen nicht ausgeschlossen werden. Und auch die Gefahr von Atemwegserkrankungen ist höher als sonst. Keine Sorgen müssen sich dagegen Menschen machen, die Probleme mit dem Kreislauf haben. Er wird durch das Wetter momentan nicht negativ beeinflusst.